So. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen, aber feinen Opening. Ihr seht es jetzt, ich streame gerade. Und falls ihr es gesehen habt im Stream, dann schön. Ihr wisst, wir haben Szenario weitergemacht. Ich spoilere jetzt nicht, weil das Video kommt, bevor ich die Stream-Ausschnitte hochlade. Also sprich, hier bin ich schon weiter, als ihr im nächsten Video seht. Deswegen zeige ich jetzt auch nicht, wie weit wir gekommen sind oder was, sondern ich zeige euch erstmal die Rollen. Wir haben 26 gravierte Rollen. Wir haben, 27 mit dem einen hier. Wir haben 210 mystische Rollen. Wir haben 20 Windrollen. Wir haben 2 Feuerschriftrollen. Wir haben 7 Wasserrollen. Wir haben eine LD. Wir haben 9 legendäre Schriftrollen, eine legendäre Wasserschriftrolle, eine legendäre All-Attribut-Schriftrolle und natürlich die Transzendenz-Schriftrolle. Ich würde sagen, wir fangen an mit den mystischen. Und habe ich gerade mal erwähnt, ich zeige euch die 10er-Beschwörung jetzt einfach ein einziges Mal und danach mache ich die Rollen einzeln auf. Wir gehen in die 10er-Beschwörung rein. Und wir sehen unseren ersten Blitz und einen Schokoritter in Feuer. Und dann sehen wir so gleich unseren zweiten Blitz, einen Asura in Feuer. Ja, genau. Ich werde hier einfach auf Beschwören gehen. Okay, ein Hark, ein Frankenstein und natürlich, ich skippe die 3 Sternemonster. Oh, ein Blitz, es ruckelt ganz schön. Und Leute, wir haben unser allererstes nach 5 gezogen, den Kampfengel in Feuer. Es ging relativ schnell jetzt. Boah, der Kampfengel, Sprachfehler wieder. Ja, der Kampfengel in Feuer ist ein neues Monster natürlich. Unser erstes nach 5 auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, ob ich den auf meinem Hauptaccount überhaupt habe. Aber hier habe ich ihn jetzt. Wir schauen uns ihn später an, ob er überhaupt sinnvoll ist für den Anfang. Und wir machen mal weiter. Ging doch jetzt in die ersten 20 Rollen gleich das erste. Sehr schön. Und wir bekommen eine Runenschmieden. Ist natürlich auch neu. Inferno, Kampftänzer, Inugamis. Inugamis brauchen wir natürlich zum Aufwerten. So, Elfenwächter, Magieschütze und die Schlange, Marshall Cat. Ah, jetzt mal wieder ein Blitz. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Na komm, ein Blitzchen. Kann doch jetzt nicht schon vorbei sein. Hallo. Ich bekomme keinen Blitz mehr. Was ist denn das? Ja, wir haben dann die zurückerstatteten Rollen ja auch noch. Werden auch nochmal so 30, 40 Stück sein. Nee, nicht ganz. Es kommt kein Blitz mehr. Hallo? Blitze sind kaputt. Blitze kaputt. Blitze kaputt. Ja, ich... Ja, weg. Wir, setzen erstmal hier alles ins Lager. Ihn hier sperren wir gleich mal. Zack. Einmal gesperrt. Und gehen wir einfach mal in den anderen Channel. In Channel... Heute ist der 29. Nee, 28.10. Okay, da gehen wir rein. 28.10. Und dann machen wir weiter. Und hoffen jetzt, dass wir wieder Blitze bekommen. Es hat so gut angefangen. Ja, der nächste Blitz. Da ist er. Und die Feuerrunen schmieden. Und ja, Blitze, was würde ich nehmen? Am liebsten Onimushas würde ich nehmen. Jetzt, das war gerade die Zita-Meisterin. Onimushas. Zwillinge, also Twins. Wie heißen die? Ja, es sind halt Zwillinge. Genau. Und einen Tesha würde ich auch nehmen. Oh, ein Blitz mit Ladekreis. Mit Ladekreis.
Wir haben das nächste Nat 5, einen Waffenmeister im Wind, der gute Liam. Ja, ein richtiges Top-Monster. Nee, nicht Liam. Dominik heißt er. Ein Top-Monster für PvP. Wir sperren ihn natürlich auch gleich. Top-Monster für PvP. So, die anderen tun wir mal weg. Zwei Stück. Sehr schön. Und wir haben ja noch über die Hälfte der Rollen. Also die Rate wünsche ich mir bei meinem Hauptaccount mal. Und wir haben den nächsten Blitz. Ein Magieritter in Feuer. Auch sehr schön. Ich glaube, die werde ich sogar mit rausnehmen. Wir schauen am Schluss eh mal alle Monster durch. So, kommt jetzt der nächste Blitz. Kommt jetzt der nächste Blitz, da kommt er. Es hat leicht geruckelt. Aber nein, es ist nur der Windgargoyle. Auch ein sehr gutes Monster. Spiele ich auch teilweise echt gern mal in der Weltarena mit dem Hauptaccount. So. Ach Mensch. Klicke mal einmal zu oft. So, noch 100 Rollen. Wir haben schon 205 hier raus. Sehr, sehr nice. Und die Feuerassassine. Kann man mal mitnehmen. Ich brauche eigentlich Twins und Onimushas. Onimushas wären richtig nice. Und der nächste Blitz. Und es wird ein Neostone Agent. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ah, jetzt ein Blitz, komm. Ich tu mal die weg. Die anderen, dann müssten jetzt die Rollen eigentlich reichen. Die Plätze, nicht die Rollen. Rollen reichen eh nie. Und der nächste Blitz. Und es wird. Ah, ein Todesritter im Wasser. Nicht so mein Favorite von den Four-Star-Monstern. Komm jetzt. Jetzt! Eine Chakra! Chakram-Tänzerin heißen sie. Nein, der Windhag kann man aber am Anfang für Arena auch ganz gut nutzen eigentlich, weil er Immunität und Schild gibt. Ein bisschen schlechtere Rusa. Und der nächste Blitz. Ein Cyborg, mit denen habe ich mich noch gar nicht so befasst, ob die gut oder schlecht sind. Ja, diese ganzen neuen Monster, weiß nicht, die nutze ich, glaube ich, einfach zu wenig, auch auf dem Main-Account. Man sieht sie mal ab und zu. So, jetzt Blitz. Blitz. Gib mir noch ein Lightning. Jawohl, da ist das nächste Lightning. Wieder die Runenschmiedin, die hatten wir vorhin schon. Also ein Back-to-Back-Blitz wäre mal schön. Aber ich will mich nicht beschweren, wir haben 205 hier rausgezogen. Ist mehr als die normale Rate eigentlich. Wir hatten 220 Rollen ungefähr. Also sind wir mit 205 echt gut dabei. Ja. Aber so ein paar Blitze könntest du schon geben, Forster. Jawohl. Das nächste Lightning. Und das dritte Nat 5, die Feuerbestienreiterin. Ja, die gute, wie heißt sie? Barbara, oder? Nee, Marsha. Die gute Marsha, sehr schön. Wir sperren die natürlich gleich. Ja, 3 Nat 5 aus 200 ms, also die Quote lässt sich sehen. Und wir haben hier noch 23 Rollen. Sehr, sehr nice. Drei Stück hätte ich jetzt nicht erwartet. Und der nächste Blitz und der Piratenkapitän, der falsche im Wasser. Oh, Back-to-Back Lightning. Ah, der Taoist. Aber mein Back-to-Back Lightning. Mein Bestes war Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back Lightnings. Fünf Stück, das war wieder in Feuer. Ich brauche doch Galeone, Wasser. So, come on, ein Blitz noch hier aus den 7 Rollen. Jawohl, da ist der Blitz.
Und wir ziehen... Oh, Kmoon. Sehr nice. Ein sehr gutes Monster für BK, GK am Anfang. Oder auch für später noch. Also ich nutze meinen nicht mehr so oft. Und die letzte. Kommt nochmal ein Blitz. Und eine Rakshasa. Dann können wir hier beim Event mal alles annehmen. Jawohl. Und hier können wir auch... Nein, ich will nichts kaufen. Ja. Nehmen wir hier auch noch alles an. Es ist einmal hier die Bonus mystische Schriftrolle. Zurückerstattete Rollen. Wir bekommen nochmal 21 Stück hier raus. Und ich glaube beim neuen Monster Event... Waren wir da schon durch? Ja, wir haben ja in den Videos schon mal ein paar Rollen aufgemacht. Okay, dann holen wir uns hier mal alles ab. So, die Artefakte, ich schaue sie mir jetzt nicht an. So, okay. Alles klar, dann legen wir die anderen mal wieder auf Seite. Und machen weiter mit nochmal 30 mystischen Beschwörungen. 3 nach 5, ey. Richtig nice. Aus 250 Rollen. Und die Feuertriade, die hatten wir schon. Oh, back to back. Jawohl, die erste Chakra. Sehr schön. Na komm, gib mir ein paar Four Stars. Ah, da ist nichts. Nein, nein. Ich gehe danach die Monster alle nochmal durch, was wir gezogen haben. So. Ah, ich glaube, da hat sich's jetzt ausgeblitzt. Ah, kommt noch einer? Oh, ein Blitz zum Schluss. Ah, nochmal ein Kung Fu Girl in Feuer. Und... Oh, die letzte blitzt nochmal. Und wir... Nein, wir bekommen den Feuer-Joker. Jetzt haben wir Wasser und Feuer. Wir bräuchten den Wind für den Anfang. Das wäre nice. Ein Wind-Joker für den Anfang. Aber vielleicht kommt er aus den Windrollen, die wir noch haben. Ja, hier können wir jetzt nochmal 3 Rollen aufmachen. Und danach keine mehr. Jawohl. Wir nehmen die 3 Rollen. Mögliche annehmen. Okay. Das sind dann alle. Die schicke ich jetzt mal wieder hier rein. Zack. Und wir machen die 3 Rollen noch auf. Zack, zack und zack. Kein Blitz mehr. Und ich würde sagen, da machen wir erst die 2 Feuerrollen auf. Kein Blitz. Wir machen die 7 Wasserrollen auf. Hopp. Hier eine Sabrina raus. Komm. Oder auch nicht. Oh, ein Blitz. Sehr schön. Ah, den Barbarenkönigin Wasser hatten wir noch nicht. Sehr, sehr schön. Und jetzt die Windrollen. Und da hoffe ich jetzt einfach mal auf einen Lucian. Auf den Windjoker. Come on. Nein, den haben wir schon 2-mal, glaube ich, sogar gezogen. Gib mir einen Lucian. Oder einfach einen Tescher. Tescher, Szenario, Dungeons durchgespielt für den Anfang. Oder gib mir einfach gar nichts. Okay. Ja. Auch so kann es bei Summoner's War sein, dass man einfach mal gar nichts bekommt. So, dann kommen jetzt die legendären Rollen. 10, 11, 12 und die Transzendenzrolle und eine LD-Rolle haben wir. Mache ich jetzt erst die LD oder mache ich erst die legendären? Ich glaube, ich mache erst die legendären Rollen. So, die erste. Da warten wir natürlich. Wir haben eine Tetra. Ja, die ist am Anfang für Arena vielleicht ganz nice. Dann ein Kakano. Ja, hatten wir aber schon. Und so 105 hier raus wäre noch nice. Windpiré. Auch sehr schön. Also ich spiele gern mit ihr auf dem Hauptaccount. Oh, der Garo ist sehr gut für TOA, für die Agroma Stage. Wenn wir irgendwann mal so weit sind, zeige ich euch auch, was gemeint ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Wind heißt. Keine Ahnung. Ja, Chloe, auch sehr nice. Ja, 105 hier raus, wäre auch schön.
Wir haben die Zauberin des magischen Ordens. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder nicht. Weiß ich nicht. Der Wasser-Anubis, ja, kann man spielen. Ja, jetzt ein Nat-5, come on. Nein, aber eine Sabrina, sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens einmal die Twins. Und die letzte noch ein Nat-5? Nein, der Kobold-Bomber. Dann haben wir noch die legendäre Wasserrolle. Wenn jetzt hier ein Ladekreis ist, dann wird es ein Nat-5. Es wird kein Nat-5, Leute. Nein, den Wasserlich haben wir gezogen. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen zuerst die LD-Rolle auf. Huh, da wenn jetzt ein Blitz kommt, übel nice. Aber es kommt eh keiner. Also, come on. Es kommt halt wirklich ein Blitz. Oh Mann. Ja, natürlich gibst du mir den Lichtjoker. Ich brauche aber doch den in Wind. Oh Mann. Ich habe jetzt alle Joker. Der Wind und Dark fehlt mir. Toll. Wir machen die legendäre Alle-Attributrolle auf. So, hat ein bisschen gedauert mit dem Ladekreis. Und wir bekommen die Zauberin des magischen Ordens. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt die Transzendenzrolle auf. Und hoffen auf einen Tesha, auf einen Feng Yang. Feng Yang. Heieiei. Come on. Was Gutes. Wir bekommen Belenus. Ja, für einen PvP-Bereich. Für Arena ist er nicht schlecht. Für den PvP-Bereich weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, hier unten haben wir nichts gezogen, also machen wir die Rollen auch noch auf. Aber vorher räume ich nochmal kurz das Lager auf. Nee, du nicht. Dich sperren wir gleich. Und die anderen kommen rüber. So, und jetzt haben wir noch 27 Rollen. Mal schauen, ob hier was rauskommt. Und so hier von den Forstars. Ist der nächste Woche vielleicht was Besseres dabei von den Forstars, was wir jetzt nicht haben. Hier wäre er dabei. Kann man ihn nicht mittlerweile fusionieren? Ja, ach, war ich doch noch gar nicht drauf. Kann man ihn nicht mittlerweile fusionieren? Nee, nicht hier Fusion. Nee, kann man nicht. Ist jetzt die Frage. Nee, ich mach auf. Come on. Wir machen auf. Wir brauchen am Anfang Monster. Und vielleicht kommt ja noch ein Nat-5. So. Und außerdem brauchen wir auch Sensenmänner. So. Und ja, Blitzrade ist wieder on top. Hallo. Blitze? Blitzis? Ich will nichts kaufen, ich will einen Blitz. Vor allem das Spiel sagt, du sollst was kaufen, wenn du aus 26 Rollen keinen einzigen Blitz bekommst. Warum sollst du dann was kaufen? Nein. Einfach nur nein. Okay, ja, für YouTube, das war das Opening. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und Servus!